Woche nicht vergessen, zu mir schauen. 3, 2, 1. Hallo, aber im Wien was zum einmal eins vom Engadiner Skimarathon. In der Zwischenzeit sind es sicher ganz viel joggen. Aber immer, gell? Zum Glück, es geht nicht um Kondition, es geht auch um Technik. Wie ist man am schnellsten im Engadiner? Klassisch oder mit Skating? Klassisch, das kannst du ganz fressen am Engadiner. Das war früher gewesen. Jetzt ist Skating angesagt. Skaten musst du am Engadiner. Super, dann lassen wir drillen einfach mal weg. Bleiben wir mal beim Skating. Was gibt es denn dort für Varianten? Beim Skaten haben wir den 2-1, den 1-1 und der asymmetrisch der kleinste Gang im Skaten. Wie A Quadrat plus B Quadrat. Wisst ihr, was er meint? Ich habe keine Ahnung. Kannst du das bitte mal also schrittweise erklären? Wir haben den 2-1, 2-1. Da macht man auf jeden zweiten Beinabstoß macht man einen Stockeinsatz. Sieht dann ungefähr so aus. Sorry, kannst du mir das auch zeigen mit dem Stück, wenn du von Stück redest? Wie gesagt, man steht auf dem Gleitbein und macht nach jedem zweiten Beinabstoß einen Stockeinsatz. Das sieht dann so aus. Dann haben wir den 1-1. Schau mal die dort. Die würden auch gescheiter zuerst mal immer zuhören. Okay, weiter. Dann haben wir den 1-1, da sind wir stehen geblieben. 1-1 ist auf jeden Beinabstoß ein Stockeinsatz. Das sieht dann so aus. Und dann geht es weiter mit dem asymmetrisch. Asymmetrisch, das ist dann leicht versetzt, der kleinste Gang im Skating. Perfekt. Also, jetzt gibt es keine Ausrede mehr. Jetzt wissen wir, wie wir üben müssen. Und danach schaffen wir den Engadiner locker. Danke, Remo. Jetzt geht es ums Praktische. Und ich gehe auch jetzt üben. Und zwar ihr. Wir müssen das nicht sehen. Ciao zusammen. Warte mal, zuerst mal nicht. Viel Spaß, hä? Ja, danke.